Endspiel im SPV Rothauspokal. Wie im vergangenen Jahr standen sich zwei Mannschaften aus dem Bezirk Freiburg gegenüber. Diesmal die Spitzenteams vom Bezirk Freiburg, der Balinger SC und der Freiburg FC. Entstand nach 90 Minuten 13:0 eine kleine Gesprächsrunde zu meiner linken Hand. Trainer Milo Filipovic, dann der zweifache Torschütze Erich Sautner und Torjäger Fabian Schleusner. Milo, alter abgedroschener Spruch, Pokalspiel haben ihre eigenen Gesetze, aber haben wir ein bisschen Bedenken gehabt vor der Partie? Ja gut, klar, wir spielen gegen eine Oberliga-Mannschaft und die Jungs vom FC Freiburg spielen auch guten Fußball. Das Spiel ist offen, aber meine Mannschaft hat richtige Einstellungen gefunden, rechtzeitig mal das Spiel entschieden mit drei schnellen Toren und ich denke, dass wir souverän das Spiel schon erst als eingefahren haben und von daher Gratulation an die Jungs und freue mich eben für die Jungs, weil die sehr viel investiert haben, gesamte Saison. Und das ist jetzt Lohn für diese Arbeit, was sie alles getan haben. Und ich freue mich für die Jungs. Erich Sautner, zweifacher Torschütze. Du kommst immer besser in die Gänge. Ein bisschen Startschwierigkeiten gehabt am Anfang, aber jetzt läuft es bei dir richtig rund. Heute zwei Tore geschossen. Ja, ich denke, das Ganze braucht seine Zeit. Wenn man vor allem in der Winterpause kommt, keine richtige Vorbereitung hat. Also komm immer besser ins Team, wie du schon gesagt hast. Abläufe stimmen immer besser. Fabian sieht mich des Öfteren, wenn er mal außen durch ist, dann passt das Ganze. Stichwort außen durch, Fabian, du bist ein bisschen hängen geblieben bei Mainz. Und alle haben gedacht, der Ball ist schon weg, aber da ist noch ein bisschen nachgesetzt und super Vorlage dann an Erich, oder? Ja, ich bin über links durchgekommen, glaube, es gab einen kleinen Kontakt und dann weiter. Habe Erich natürlich gleich gesehen, er hat es natürlich super gemacht und mit dem 1-0 sind wir dann natürlich super ins Spiel gekommen. Ja, wichtig war auch die frühe Führung, habt ihr den Gegner Wind aus der Segel genommen? Absolut, ich denke, die frühe Führung ist immer gut, gegen FFC vor allem. Wir haben gut angefangen, mit dem Tor haben wir dann unser Spiel durchgebracht und das war dann der Weggeber sozusagen. So, jetzt ein Etappenziel ist erreicht, Milo, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Bist du feiern und dann volle Konzentration für den Samstag? Nach dem Spiel ist Feier angesagt, nicht vor dem Spiel. Also erstmal heute feiern, dann morgen ein bisschen mal trainieren und dann werden wir uns vorbereiten auf das Spiel gegen Villingen. Wir haben leider nicht in eigener Hand, aber wir werden versuchen, unsere Hausaufgabe zu erledigen. Und das ist unser Ziel, im letzten Spiel, 34. Spieltag, Spannung zu erhalten. Die haben wir ja jetzt auch und werden versuchen, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann hoffen und bangen, dass uns gute Nachrichten aus Freiburg erreichen und dass wir eben vielleicht direkt den Ausstieg schaffen. Hast du das? Sind wir jetzt eher stehen geblieben? Unabhängig vom Spiel am Samstag, wichtig ist auch, dass man schon mal den zweiten Platz hat. Also das hat man schon mal in der Tasche und wenn man über die Aufstiegsrunde aufsteigen kann, ist nochmal eine schönere Sache. Direkter Weg ist der sichere Weg. Ja, richtig. Aber ich denke, wenn wir in der Relegation bestehen... Sein Herz ist der direkte Weg, besser. Wenn wir Relegation gut überstehen, zwei super Spiele machen, ich denke, so sind wir jetzt ganz gut drauf. Naja, mal gucken, ne? Wenn wir dann halt noch weghauen in der Relegation. Letzte Frage, wir werden da überschüttet so langsam mit Apfelsaft, Schorle ist es glaube ich nicht. Ja, Fabian, du bist jetzt zum zweiten Mal beim BSC, ich glaube, warst schon beim ersten Pokalsieg schon dabei. Genau. Was ist jetzt der Unterschied zur Mannschaft von 2013? Ich denke, die Mannschaft 2013 war auch eine super Mannschaft, aber wir haben jetzt einiges geleistet, die ganze Saison über hinweg und das war die Krönung sozusagen. Und jetzt am Samstag hoffe ich natürlich, dass alle nochmal auf die Ponte kommen und mit uns gemeinsam den Saisonabschluss feiern, natürlich im positiven Saisonabschluss. Okay. Also, ich wünsche euch was, schöne Feier und man sieht sich dann am Samstag hoffentlich mit einem Sieg und sagen wir mal Tschüssi, ne? Super, danke. Tschüss! So, weitere Gesprächsrunde nach dem Pokalfinale im SPV Rothauspokal vor der Rekordkulisse von 3.555 Zuschauer waren es. Bei mir nun die beiden Vorsitzenden, Dieter Bühler, erster Vorsitzender und Achim Meyer, zweiter Vorsitzender und Geschäftsführer von der BSC-Werbung. Wir sind ein bisschen näher zusammengerückt. Das wiederum macht es ein bisschen notwendig, dass wir ein bisschen näher zusammen, ohne Hintergedanken hier. Fritz rein, oder? Kommen wir mal zum Spiel 3-0, eine klare Sache. Stand so halb so schön fest, Dieter Bühler. Es ist wunschgemäß verlaufen nach dem BSC, gleich zwei frühe Tore. Klar, haben wir gewünscht, dass wir relativ schnell zwei Tore machen, sodass wir etwas ruhiger das Spiel angehen können. Klar, wir waren ganz klarer Favorit, aber im Fußball gewinnt nicht immer die bessere Mannschaft und nach dem 2-0 hat es unsere Mannschaft super gemacht und hat halt mit schönen Spielzügen auch das 3-0 gemacht
und dann war letztendlich eine Vorentscheidung gefallen. Achim, das Phasenschwein haben wir heute nicht dabei. Heißt der Spruch, euer Pokalspiel habe ich ihn eingesetzt, hätte er können. Haben wir ein bisschen Bedenken gehabt vorm Spiel, auch wenn es der Tabellenstand ganz anders ist vom FC und vom BSC. Also ich gelte als sehr nervenstark, aber heute war davon nichts zu merken. Also ich war sehr angespannt, muss ich sagen. Aber ich muss auch, als wir hier reinkamen, muss man auch sagen, was der FC Emmendingen hier gemacht hat, in so eine Situation oder in so einen Zustand zu bringen, das war sensationell. Also da von uns aus auch, da sind wir uns einig, wir haben vorhin kurz drüber gesprochen, sensationell, was da passiert ist. Also herzlichen Dank an vor allem der FC Emmendingen. Muss man mal herausheben, was der FC Emmendingen hier auf die Beine gestellt hat. Auch wenn er jetzt verloren gehabt hat, hat das Gleiche gesagt, denke ich mal lieber. Jetzt kommen wir mal zum nach dem Pokalsieg. Jetzt sprechen wir jetzt da wunschgegnerisch, aber mal wichtig der Pokalsieg auch im Hinblick auf den Samstag. Ganz klar, ich meine, wir haben bisher eine super Runde gespielt und wenn man einen Pokal ausscheidet, dann besteht die Gefahr bei vielen, dass es die ganze Leistung, die grandiose Leistung über die gesamte Runde etwas in den Hintergrund tritt und irgendwo ein bisschen an Wert verliert, was sehr schade gewesen wäre. Und von daher sind wir sehr glücklich, dass wir heute gewonnen haben. Und ich muss aber eins sagen, es ist keiner überheblich dahergekommen und hat gesagt, wir sind Zweiter, der Freiburg FC ist irgendwo im hinteren Tabelle. Wir hatten die nötige Demut und unser Trainer, der Milo, hat auch die Mannschaft dahingehend gedrillt, dass wir ein sehr schweres Spiel haben, dass er da 100% bringen muss. Und ich meine, das ist auch mit das Geheimnis des Erfolges. Jetzt haben wir schon mal eine Etappenziel erreicht, praktisch zwei, man hat die Regionalliga-Zulassung bekommen. Zweiter Platz hat man schon mal, das ist schon mal wichtig am Samstag, egal wie das Spiel aussieht. Vielleicht kommt noch die kleine Zugabe dazu, aber zweiter Platz hat man schon mal und wenn man über die Relegationsrunde und Aufsteiger wird, umso schöner. Also mir gefällt es, muss ich sagen. Also wir arbeiten ja wirklich viel auch nebenher, darf man ja nicht vergessen. Und es war schon eine sehr anstrengende Zeit. Schön immer wieder, wie sie dann auch gespielt haben. Aber da haben alle Rädchen so zusammengepasst. Und das ist jetzt, das ist man sich wahrscheinlich im Moment gar nicht bewusst. Da wird auch ein Stück Vereinsgeschichte geschrieben. Weil das, was jetzt hier im Moment passiert, ist schon außergewöhnlich. Das werden viele von uns in ihrem Leben nicht mehr erleben. Und das ist jetzt auch nicht aus dem Moment jetzt, sondern wenn man so den Gedanken hat, dass sich das ein bisschen setzt. Jetzt Pokalsieger, dann Zweiter. Die Chance, eventuell sogar direkt aufzusteigen, je nachdem, was da passiert. Also das sind schon außergewöhnliche Geschichten. Von daher umso spannender. Und man darf sich darüber auch dann freuen und man darf auch gern mit ein bisschen breiter Brust dann durch die Gegend laufen. Passt schon. Wir werden es am Samstag wieder sehen, Dieter. Aber wenn man jetzt mal zurückblickt, die Fans aus aller Art waren da vertreten. Ja. Dieter, Schlusswort von dir noch. Ich wollte noch kurz was sagen. Ich meine, das ist nicht nur eine Bestätigung für die tolle Leistung und die tolle Arbeit von der Mannschaft, vom Trainer. Ich will auch sagen, das ist eine Bestätigung für den Achim, für den August Zügel und für mich. Plus die anderen Leute, die natürlich hinten dran sind. Eine Bestätigung, dass wir eine gute Arbeit machen, dass wir in anderen Vereinen eventuell durch unsere Arbeit etwas voraus sind und jeder hat seinen Hauptjob, aber ich kann sagen, wir machen eine professionelle Arbeit und das muss auch mal gesagt werden an seinem Tag und da kann der BSC stolz sein, Mannschaft, Trainer, Team hinten dran und natürlich die im Hintergrund, die ganzen Leute, die arbeiten. Wir haben einen Verein, wo top ist. Und jetzt die sportliche Erfolge dazu. Also man kann rundum glücklich sein. Genau. Gutes Schlusswort von Dieter und vor allen Dingen auch wichtig, man hat alle Voraussetzungen im eigenen Stadion. Man kann auch DFB-Pokalspiel austragen, wenn es nicht gerade Bayern ist, Dortmund oder Schalke. Also auch riesen Faustpfand, oder? Also ich würde gerne... Nochmal ein Schlusswort, ja? Nein, wir machen immer... irgendeiner muss immer das letzte Wort haben. Also von, bevor du fragst, welchen Gegner wir gerne hätten, der Gegner heute Abend ist die Dunkelheit. Und ist das fehlende Licht vielleicht in der Ponderosa? Heute Abend treffen wir uns in der Ponderosa. Und dann werden wir uns das nochmal schön durch den Kopf gehen lassen, was heute so passiert ist. Und freuen uns dann, wenn du zum Beispiel dabei bist, auch Team Doppelpass, die uns immer begleitet haben. Und dann wollen wir einfach mal den heutigen Tag feiern und dann gucken wir auf den Samstag. Und dann schauen wir weiter. Aber erstmal Stück für Stück. Okay. Das mit heute müssen wir weglassen, Achim. Wenn es ausgestrahlt wird, war heute schon rum. Aber trotzdem nicht die Einladung. Aber wir freuen uns. Lass mal dran. Also das wäre es jetzt gewesen, noch ein lustiger Schluss.
daheim machen. Und das werden wir drin lassen, natürlich auch. Das wäre es gewesen mit dem Endstand von meinem tollen Gastgeber FCM, den Endstand Balinger SC gegen den Freiburger FC 3:0. Danke fürs Reinklicken und bis am Samstag auf der Ponte. Tschüss.